In der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember 2019 fand der diesjährige Fahrplanwechsel statt. Im Rhein-Main-Gebiet gab es dabei weder einen großen Abschied noch einen Neustart im Verkehrsvertrag. Dennoch gibt es einige Änderungen, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Viel Spaß! Am bedeutendsten ist wohl die Eröffnung einer neuen unterirdischen S-Bahn-Station. In dreijähriger Bauzeit entstand unter dem neuen Gewerbeviertel Gateway Gardens neben dem Frankfurter Flughafen eine unterirdische S-Bahn-Station. Dafür wurde die bisherige Flughafenspange verlegt. Die alte, seit 1972 bestehende Trasse wurde stillgelegt. Im neuen Haltepunkt Gateway Gardens halten nun die S-Bahn-Linien 8 Wiesbaden-Offenbach-Ost und 9 Wiesbaden-Hanau, die sich zum Viertelstundentakt ergänzen, sowie die im Berufsverkehr etwa zweimal pro Stunde zusätzlich verkehrenden S8-Verstärker zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Flughafen bzw. Kelsterbach. Wegen dem neuen Halt ändern sich die Fahrzeiten der S-Bahn-Linien westlich des Flughafens um ca. 1-2 Minuten. Die Regionalzüge fahren an der neuen Station alle durch, sodass sie ihre heutigen Fahrzeiten beibehalten können. Die Station selbst ist noch nicht vollständig fertig und wirkt aktuell noch etwas trist. Auch die Umgebung der Station ist jedoch noch von Baustellen geprägt. Bis 2021 soll hier ein großes Gewerbegebiet entstehen. Um die neue Station auch schön bekannt zu machen, wirbt seit einigen Wochen 430-160 im Rahmen einer Vollwerbung für das Projekt Gateway Gardens. Er wird in den folgenden Wochen und Monaten auf den S-Bahn-Linien 1, 7, 8 und 9 seine Runden drehen. Ab dem Flughafen. Hier kommt nicht nur eine neue Station, sondern auch eine neue Linie hinzu, die RB 58. Diese Linie musste bisher wegen der Überlastung des Frankfurter Hauptbahnhofs immer in Frankfurt Süd enden. Das ist auch weiterhin der Fall. Allerdings endet sie jetzt nicht mehr in Süd, sondern fährt von Montag bis Samstag weiter über den Flughafen Fernbahnhof bis Rüsselsheim-Opelwerk. Einzelne Züge enden auch bereits in Frankfurt Stadion. Nur sonntags sowie in den Tagesrandlagen enden noch Züge in Frankfurt Süd. Das alles bezieht sich jedoch nur auf die Takte, die nicht zum Hauptbahnhof fahren können. Die Züge, die bisher zum Hauptbahnhof fuhren, werden dies auch weiterhin tun. Größere Änderungen unter bestehendem Verkehrsvertrag gibt es auch beim Main-Neckar-Ried-Express. Der RE70 bleibt gleich. Änderungen gibt es aber auf der Main-Neckar-Bahn, denn der RE60 Frankfurt-Mannheim soll künftig im Stundentakt verkehren. Die zusätzlich verkehrenden Züge sind jedoch etwas langsamer, zum einen, weil sie teilweise Fernverkehrsüberholungen bekommen müssen, zum anderen, weil sie zusätzlich in der ewigen Friedrichsfeld halten. Da der RE60 nämlich schneller ist als die RB67 bzw. 68 und der RE60 die langsame Regionalbahn immer in der Edingen einholt, wird er dann dort zusätzlich halten, sodass von der RB67-68 in der Edingen Friedrichsfeld alle 2 Stunden in den RE60 nach Mannheim umgestiegen werden kann. In dieser Stunde muss dann die RB67 nicht nach Mannheim fahren, sondern verkehrt stattdessen nach Schwetzingen über eine Strecke, auf der bisher nur Güterzüge unterwegs gewesen sind. Der RB68-Zugteil fährt wie gehabt stündlich nach Heidelberg und zum Teil weiter nach Wiesloch-Walldorf. Zusätzliche Expresszüge sind auch ein gutes Stichwort für die Änderungen im Kinzigtal, denn auch zu diesem Fahrplanwechsel wird das Fahrplanangebot der besonders schnellen Hessen-Expresszüge zwischen Frankfurt und Fulda erweitert.
Künftig wird es an jedem Wochentag je 3 Züge pro Richtung geben, die alle über Fulda hinaus bis Bad Hersfeld und einmal auch bis Bebra weiterfahren. Auch künftig werden hier die Verstärkergarnituren mit 4 Wagen und meist 111er E-Loks, zum Teil auch 114er E-Loks, eingesetzt. Noch mehr neue Expresszüge gibt es auf dem RE9 Frankfurt-Eltville. Anstelle der heutigen 2 verkehren hier künftig 7 Züge pro Tag und Richtung. Da die VIAS diese zusätzlichen Züge nicht alle allein betreiben kann, werden künftig auch einige RE9-Leistungen von der HLB mit 1440 Triebwagen verkehren. Der RE9 verkehrt jedoch im Gegensatz zum Hessen-Express auch künftig nur von Montag bis Freitag. Hingegen auch am Sonntag verkehrt künftig die RB61 nach Dieburg bereits ab dem Frankfurter Hauptbahnhof. Außerdem verkehren diese durchgebundenen Züge aus Frankfurt jetzt auch bis in den späten Abend hinein. Zuvor begannen sie am Sonntag und ab ca. 21 Uhr alle erst in Dreieich-Buchschlag. Zuletzt seien noch ein paar Änderungen im Fahrzeugeinsatz der Westfrankenbahn zu erwähnen, denn diese setzt seit dem Fahrplanwechsel planmäßig keine Triebwagen der Baureihe 628 mehr ein. Im Nahverkehr ändern sich abgesehen hiervon nur einzelne Kleinigkeiten, wie zusätzliche Verstärker, neue Spätzüge und einiges mehr. Anders sieht es im Fernverkehr aus, denn hier ändert sich zumindest auf Seiten des Fahrzeugeinsatzes auch das ein oder andere. So wird der ICE-4-Einsatz weiter ausgeweitet. Seit dem Fahrplanwechsel sind auf der Linie Hamburg-Zürich-Chur nunmehr ausschließlich die neuen ICE-4-Züge unterwegs. Vereinzelt trifft man sie jetzt auch auf der Linie Berlin-Basel an. Möglich geworden ist das wegen der neu erteilten Zulassung dieser Fahrzeuge für die Schweiz. Des Weiteren verkehren ICE-4er wie bisher auf einem Teil der Leistungen der Linien Hamburg-Stuttgart und Berlin-München. Die anderen Leistungen übernehmen nach wie vor ICE-1-Züge. Da der Einsatz dieser Fahrzeuge sich auf den bisherigen Linien, wie eben angesprochen, verkleinert hat, und sich im Lauf des Fahrplanjahres weiter verkleinern soll, sind seit dem Fahrplanwechsel 5 IC-Zugpaare auf der linken Rheinstrecke mit ICE-1ern unterwegs, die dann entsprechend auch nicht mehr als IC, sondern als ICE verkehren. Es handelt sich um 4 Zugpaare zwischen Hamburg und Frankfurt, wovon 2 Züge weiter nach Nürnberg und zum Teil Passau fahren, sowie das Nacht-IC bzw. jetzt ICE-Zugpaar zwischen Kiel und Basel. Des Weiteren werden ICE-1-Züge im Laufe des Fahrplanjahres schrittweise Leistungen der bisherigen ICE-T-Linie Frankfurt-Berlin übernehmen, wo sie dann zum Teil auch als verkürzte Zugeinheit eingesetzt werden sollen. Außerdem gibt es auch im Fernverkehr einzelne neue Verstärker und kleinere Fahrplanänderungen, die jedoch nicht weiter erwähnenswert sind. Und damit wäre ich auch am Ende dieses kleinen Überblicks angekommen, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.